Die Ural-Altarsche Sprachgruppe war das Resultat der wissenschaftlichen Erforschung einer möglichen genetischen Verwandtschaft zwischen den altarschen und den uralischen Sprachen. Die Idee kam während der frühen Untersuchungsphase der altarschen Sprachen auf. Die Ural-Altaische Theorie wird heute von wissenschaftlicher Seite vollständig abgelehnt. Dennoch existieren etliche Verbindungen zwischen den uralischen und den altaischen Sprachen, die historische Bindungen erkennen lassen. Im Folgenden gibt es einige Vokabelbeispiele. Zu den altaischen Sprachen gehören die türkischen, mongolischen und tungusischen Sprachen. Zu den uralischen Sprachen gehören die finno-ugrischen Sprachen und die samojedischen Sprachen. Belege: Peter B. Golden an Introduction to the History of the Turkic Peoples S 16 Peter B Golden an Introduction to the History of the Turkic Peoples S 16 verweist für zahlreiche weitere Beispiele auf M Resinen Ural-Altaische Wortforschungen S 29 24 39 44 etc